Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über das Programmieren. C-Sharp programmieren wir. Das letzte Mal haben wir gesprochen über eine Schleife, nämlich die Do-While-Schleife. Heute werden wir eine andere Schleife kennenlernen, nämlich die While-Schleife. Do-While, also machen wir While. Ja, das machen wir. Okay, ich muss das nur ein bisschen vorbereiten da, also ein neues Projekt erstellen. Ich werde wieder eine Konsolen-App erzeugen, ja, weiter. Die Konsolen-App. Das mache ich jetzt einmal. Schleife heißt die bei mir. Schleife passt. Erstellen. So. Also, eine Schleife wird wieder öfter ausgeführt. Ich möchte jetzt einfach nur, eigentlich möchte ich nur, praktisch eine Eingabe machen. Ja, wie weit soll ich zählen? Und dann soll das so weit nach oben laufen. Ist jetzt nicht. Nicht dramatisch. Ja. Gut, also, bitte um einen Endwert, ja. Dann definieren wir da oben eine Variable int Endwert, die ist 0, und dann machen wir, der Endwert soll sein console.readline, und zwar convert to haben wir gemacht, convert to int 32, so hat das ausgeschaut. Jetzt haben wir den Endwert, passt, ja. Jetzt schreiben wir noch, okay, console write line. Ich zähle bis, zähle bis 0, Beistrich, Endwert. So schaut es nicht so schlecht aus. So. Und jetzt brauchen wir nur eine Schleifenvariable. Ja, also einen Wert, einen Integer-Wert, Momentan-Wert. Ich schreibe Momentan-Wert, nenne ich den. Und der soll auch 0 sein. Und da schreibe ich jetzt while Momentan-Wert kleiner Endwert. Kleiner gleiche Endwert sogar schreibe ich da. Ja. Das ist eine Weilschleife. Mehr brauchen wir nicht. Ja. Das machen wir noch momentan Wert plus plus. Das ist ein Inkrement. Nachher hat es um 1 mehr. Ja. Und dann machen wir console write line. Ja. Dann machen wir write 0. Beistrich, Momentanwert, das ist gut. So. Und jetzt sollten wir rein theoretisch nach oben zählen. Das schreiben wir noch schön mit ich. Also die While-Schleife dauert so lange an, wie der Momentanwert kleiner dem Endwert ist. So lange wird das dort hingeschrieben. Ja. Schauen wir das an. Drücken wir da auf Play. Erstellen, gestartet. Was tut sie? Bitte mein Endwert. 12. Enter. Ich zähle bis 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ui. Habe ich mich verschätzt oder was? Ja. Aha, wieso ist 13? Ja, weil ich geschrieben habe, kleiner gleich Endwert. Ja. Also wenn der Momentanwert 12 ist, ist er noch immer kleiner gleich 12, was ich gerade eingegeben habe. Ja? Dann zähle ich 1 dazu und gebe das aus. Das ist ja Blödsinn. Kleiner Endwert wäre richtig gewesen. Ja? Nur wenn es kleiner ist, zähle ich nur 1 dazu und gebe das aus. Schauen wir mal an, wie schaut das jetzt aus? Endwert 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Schaut besser aus.
schaut besser aus, würde ich sagen. Die Beistriche schauen noch ein bisschen schier aus. Das können wir fixen, indem wir das da so machen. Zack, zack. Ja. Ja, also so geht das kleiner. Ja. Ich kann übrigens in C auch mehrere Sachen ineinander schreiben. Jetzt pass auf. Ja, jetzt pass auf. Jetzt schreibe ich da eine plus plus. Lösche ich das da draußen weg. Ist das jetzt groß anders? Ja. Ist es jetzt groß anders? Schauen wir uns das an. Play. Endwert 12. 11. Aha. Diesmal geht es noch bis 11. Warum ist das? Ja. Warum ist das um Gottes Willen jetzt? Es schreibt also den momentanen Wert. Es beginnt bei 0. Es hat bei 0 begonnen, oder nicht? 12. Ja. Es hat bei 0 begonnen. Das heißt, jetzt im Moment gibt es den momentanen Wert aus und nachher wird erhöht. Das ist Momentanwert plus plus. Ja? Die, wenn man mehreren an Dings macht, das wird erst nachher erhöht. Und jetzt pass auf, jetzt mache ich plus plus Momentanwert. Das geht nämlich auch. Das geht nämlich auch. Ja? Das geht auch. 12. Jetzt schaut es wieder so aus wie vorher. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aha, aha, aha. Also es ist ein Unterschied zwischen plus plus Momentanwert und Momentanwert plus plus. Beides erhöht den Momentanwert um 1 offensichtlich, aber plus plus Momentanwert erhöht zuerst den Momentanwert und macht das dann rundherum, was immer rundherum steht, in diesem Fall die Ausgabe. Und Momentanwert plus plus macht zuerst die Ausgabe und noch erhöht es. Ja? Also das plus plus passiert entweder vorher oder nachher, deswegen ist die Position logisch. Ja, das sind also die Schleifen. Also wir haben gehabt do while, ja? Wir haben jetzt die While-Schleife gehabt. Mache jetzt wieder dann auf den Zettel im nächsten Video, dass wir das auch gesammelt wieder haben auf den Zetteln. Und die nächste Schleife, die wir uns ansauen werden, ansauen. Was müssen wir noch ansauen? Ja? Hemd habe ich schon angesaut. Anschauen werden. Die nächste Schleife, die wir uns ansehen werden, ist die Vorschleife. Ja? Also Vorschleife ist dann übernächstes Video. Und jetzt Schleife Ende. While End. Ja. Break. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.